Zu spät? Es hat doch noch nicht mal gekommen. Ich war noch beim Herrn Meier wegen eurer Arbeitseinstellung. Hä? Wir hatten doch erst eine Stunde bei dir. Die ist nämlich wirklich unter aller Sau. So einen schlechten Kurs wie euch habe ich noch nie gehabt. Und ihr wisst ja nicht mal, wann man wieder mit oder ohne E schreibt. Dabei ist es doch ganz einfach. Habt ihr eigentlich mal auf die Uhr geschaut? Ihr seid zu spät. Und zwar ganze 5 Sekunden. Ich meine, es ist doch echt nicht so schwer, zur Stunde nach der Pause pünktlich zu erscheinen. Aber das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Und mit so einer Einstellung wollt ihr ein Abitur machen. Oh, ich habe ja meinen Schulranzen vergessen. Ich hole ihn schnell. Moment. Ist das jetzt sein Ernst? Ja, der hat seine Schultasche im Q12-Zimmer liegen lassen. Es ist auch für einen Zwölftklässler eine intellektuell zu hohe Anforderung, daran zu denken, seinen Schulranzen mitzunehmen. Unglaublich. Entschuldigung. Hast du es jetzt? Ja, dann können wir ja anfangen. Ich habe hier mal ein Arbeitsblatt, das eurem Niveau entspricht. Gib's mal bitte durch, Andreas. Bei dieser Epoche müsst ihr immer an Lana Purulase denken. Und natürlich an die Dekadons. Wovon redet ihr eigentlich gerade und warum so viel Französisch? Also so viel Französisch muss schon sein. Ja, lesen wir mal den Text bitte vor. Du da bitte. Das Passiv wird verwendet, um eine bestimmte Handlung zu betonen. Lest die Stelle nochmal bitte. Das Passiv wird verwendet, um eine bestimmte Handlung zu betonen. Warum sagt ihr eigentlich immer Passiv? Das heißt doch Passiv. Ja, mein Duden sagt das auch. Schau, Andreas, der Punkt ist eindeutig über dem A. Passiv. Ja. Ja, also ihr müsst schon ein bisschen auf eure Betonung achten. Ihr seid immerhin die Elite Deutschlands, die Abiturienten. Da ist es schon peinlich, wenn man so etwas nicht kann. Andreas, lies mal weiter, bitte. In den beiden Figuren Mann und Mädchen repräsentiert der Text zwei divergierende Stilmodi, von denen sich der des Mädchens als was ist denn das für ein Scheißwort? Das heißt Ästhetizismus. Was ist denn das hier für eine Wirtshausstimmung? Dieses Lachen. Oh, und Johannes, deine Lache, die ist so parterre. Hey, was soll das jetzt heißen? Keine Ahnung, Google soll ja nicht. Ja, okay, warte. Hey, ich finde das Wort nicht, das gibt's gar nicht. Alle die verbindeten Wörter, die Google nicht mal kennt. Lies erst mal weiter, ich erkläre es dir später. Ich? Der Andreas schaut mich gerade an nach dem Motto, ist das Ihr Ernst? Ja, Andreas, das ist mein Ernst. Was heißt denn das Wort da? Antipathie? Das weißt du nicht. Dann leitest du doch aus dem Griechischen ab. Hä? Na, was heißt denn Anti? Naja, gegen, oder? Richtig. Und Pathos? Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Ich hab ja kein Griechisch. Ach, Andreas, dann schaust du es daheim nach und bereitest auf nächste Stunde einen 10-minütigen Vortrag über die Bedeutung der Wörter Sympathie, Empathie und Antipathie vor. Haben Sie sich eigentlich schon mal die Klausur angeschaut? Nee, da bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber ich sage euch, wehe, ihr habt nicht alle mindestens dreimal Determinismus oder determiniert reingeschrieben. Was? Das sagt sie uns jetzt, das habe ich kein einziges Mal reingeschrieben. Das glaube ich dir jetzt aber nicht. Das werden Sie mir schon glauben, wenn Sie es korrigieren.
Frau Gebhardt, das habe ich ja auf mein Referat bekommen. Ach ja, das wollte ich auch noch mit dir besprechen. Mir ist aufgefallen, dass du viele Stichpunkte auf deinem Handout stehen gehabt hast, die du gar nicht gesagt hast. Warum hast du das nicht gemacht? Du hast zwar noch genug Zeit gehabt. Naja, das interessiert doch eh kaum. Tim, mich hätte es interessiert. Weißt du eigentlich, wie lange dein Referat hätte gehen sollen? Ja, so 30 Minuten. Genau, 30. Und wie lange hast du gehalten? Ja, so 8 bis 10. Siehste, Tim, du hättest noch genug Zeit gehabt, um das alles zu sagen. Aber naja. Ach, und zum Andreas seinem Referat wollte ich auch noch was sagen. Du warst immer so zappelig da vorne gestanden und hast immer in deinen Haaren rumgemacht. Ich meine, ich weiß ja, Andreas, man will cool wirken vor der Klasse, aber die Frisur hat die ganze Zeit gesessen. Naja, aber genug davon. Ich wollte heute noch so viel mit euch machen. Zum einen wollte ich mit euch den Symbolismus und den Impressionismus besprechen. Und natürlich noch Stefan, Georges, Lampola und die Décadence. Ja, und den Symbolismus, ne? Ja, na, den natürlich auch, Johannes. Aber boah, die Stunde ist jetzt schon wieder vorbei. Das machen wir alles das nächste Mal. Alles. Ja, also dann tschüss. Ja, tschüss, Frau Gebhardt. Lest euch aber daheim die Arbeitsblätter durch, ich will die nächste Stunde besprechen. Oh, und im Buch die Seiten 99 bis 230. Bis zum nächsten Mal. Die beschriftete Woche. Das will keiner.